Hallo Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4. Medizin, wir sind in Winterberg und haben einen gestürzten und hat sich leicht verletzt. Versorgen und abtransportieren. Das schaffen wir, das schaffen wir. So, nochmal, wir sind in Winterberg und ja, liegen auch direkt mal los. Denn in letzter Zeit wurde sich sehr oft Winterberg gewünscht, habe ich so das Gefühl. Also ich habe nur in Winterberg gelesen, also nehme ich jetzt einfach mal Winterberg. Und ja, ich habe auch gelesen in den Kommentaren, dass ihr die Facecam wieder wollt. Also, hallo! Ach ja, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mit Facecam gemacht habe. So. Ja. Oh, ich habe viel zu erzählen, meine lieben Freunde. In den letzten Wochen ist viel passiert, in denen kein Video kam. Ich war... Absitzen. Ich bin seit... Ja, noch nicht ganz. Also heute Nachmittag sind es denn genau eine Woche, bin ich Atemschutzgeräteträger. Also war ich beim Atemschutzlehrgang und habe erfolgreich bestanden. Ab jetzt... Ja, bin ich ein Maskenmann. Ab jetzt bin ich Darth Vader. Luke, ich bin dein Vater. Oh Gott. Entschuldigung, da musste ich mal kurz husten. Ich sollte mal... Ich habe hier auf meinem zweiten Monitor OBS laufen, womit ich die Facecam aufnehme und Audacity. Aber irgendwie OBS, da sehe ich mich ja. Da muss ich immer wieder hingucken. Kann man das mal wegmachen? Ich glaube, das ist ungesund. Guck ich die ganze Zeit bloß da rüber so. Sollte es lassen. So, ich sollte mich aufs Spiel konzentrieren. Vielleicht. Ach, scheiß drauf. So. Also ich bin jetzt Atemschutzgeräteträger. Hatte bis jetzt noch keinen Einsatz seitdem. Schade eigentlich. Echt schade. Aber wir wollen uns mal nicht beschweren und lassen den hier mal schneller fahren. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Ach, keine Ahnung. Fällt mir bestimmt während des Let's Plays auf. Ja, also Winterberg wurde sich verdammt oft gewünscht, muss ich sagen. Muss ich wirklich gestehen. So, ich hätte mir mal eine Karte ausdrucken sollen oder mir auf den zweiten Bildschirm legen sollen, mit wer kommt von wo. An sich ist das nicht schwer. Die kommen entweder von hier oder von hier irgendwo. Also wenn ich hier was habe, ist egal, wen ich rufe. Mann, ist das hell. Kann man das mal dunkler machen? So, was haben wir denn hier so? Als erstes wollen wir mal eine Sirenenprobe durchführen. Bitte euer Sauerland mit Funktionsprobe, Sirenensteueranlagen. Ist das ein schönes Geräusch? Oh, ja. Morgens um 6. Es war Sirenenprobe. Richtig schön durchgehauen. Ja. Ich hab gedacht, das ist Probealarm, da kommt bloß einmal. Schnee an, abschalten. Ich will keinen Schnee, Schnee ist doof. Also bei uns in der Region ist die Sirenenprobe, da heult sie bloß einmal auf und wieder ab. Aber hier geht sie gleich dreimal, als wäre richtig Brandalarm. Jetzt kommen alle angelaufen. Theoretisch. Ende der Überprüfung. Sehr schön. Dann kann jetzt auch der nächste Einsatz kommen, oder haben wir noch irgendeinen? Nö. Gestürzte Person haben wir erfolgreich um 4.08 Uhr und um 6 Uhr irgendwas haben wir ihn abgeliefert. Geht das nicht ein bisschen schnell? Langsamer nicht? Das geht doch schneller, oder nicht? Egal. So.
Pferdis. Oh. Guck mal, das schimmelt. Sorry. Entschuldigung. Schlechte Witze sind mein Metier. Das kennt ihr ja schon. Ich liebe schlechte Witze. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Fahrzeug 1. Wo denn? Ich sehe es nicht. Ach da. RD-Auftrag Nummer 2. Notfalleinsatz RTW 8831. Ich mag meine Haare nicht. So merkwürdig. Mag die nicht. Braucht mal neue. Wo ist er denn? Jetzt fährt er extra außen rum. Oh, ich hätte ihn mal hier hinsetzen sollen. Ah, ich vergesse auch immer. Eine gefährdete Person droht, von einem Gebäude zu springen. Retten Sie sie. Jo, ich schaff das. Fahrzeug 1. So. Ich hätte gern einmal Polizei, ein RTW, eine Drehleiter und das sollte reichen. Denn auf der Drehleiter... denn auf der Drehleiter ist auch ein Sprungretter drauf, zur Not. Menschenleben in Gefahr, Florian Sauland, Ende. Fahrzeug 1. Einsatz für den RTW Medebach. Fahren Sie nach Winterberg, Florian Sauland, Ende der Alarmierung. Der RTW Medebach. Oelsberg. Friedeburg. Bad Berleburg. Kohagen. Einsatz NEF Winterberg. Ist das nicht ein schönes Geräusch? Ein bisschen laut, aber es ist schön. Dreh das mal ein bisschen leiser. Die Pol ist schon an der Einsatzstelle. Du lenkst den Verkehr um. Du kannst du mit denen quatschen? Nö, ne? Wo ist sie denn? Ach, da. Ist ja bloß erstes OG. Stirbt da dran bestimmt nicht. Fahrzeug 11. Wird ausgeführt. Installiere dich, installiere dich. So. Absitzen. Kann ich sagen, Gruppe zur Menschenrettung vor? Dankeschön. Du krallst dir einen Sprungretter. Du gehst in den Chor. So. Selbstmordgefährdung abgewandt, würde ich fast behaupten. Kannst du den in den Rettungswagen packen? Ja, ist ja geil. Ich finde, der sollte mit dem Rettungswagen weggebracht werden, anstatt mit der Polizei. So, parken. So. Parken. Parken. Aufnahme 3, Schockraum 2, Hubi 1. Aufnahme 3 heißt, glaube ich, die können 3 Patienten normal aufnehmen. 2 Schockräume, also 2-mal Schockraum können sie aufnehmen. Also rote Patienten. Und einen, der mit dem Hubschrauber eingeliefert wird, würde ich fast behaupten. So, achso, der ist NEF ist da, das ist gut. Dann übernimmst du mal die Versorgung. Und ihr könnt direkt... Notarzt begleitet. Sehr schön. Ich liebe dieses Spiel. Habe ich das schon mal irgendwann erwähnt? Und ich muss... Oh, ist das gemein. Ist das gemein. Ist das gemein. Dieser Moment, wenn man niesen muss, aber nicht niesen kann. Oh, jetzt tränen mir schon die Augen vor Niesen. Da nimmt der eiskalt die Vorfahrt. Eiskalt. Habt ihr das gesehen?
Das geht ja gar nicht. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass da oben wieder eine Facecam hängt. Ich habe schon so lange nicht mehr mit Facecam aufgenommen. Und da muss ich... Immer dieser Schleim im Hals. Das geht gar nicht. Ich guck da. So, muss mich aufs Spiel konzentrieren. Guten Tag, ich bin der Bernd. Fahrzeug 1. Fahrzeug 2. Geil, dass hier überall dasselbe drauf ist. Mein Arm juckt. Gut. Reicht auch wieder. Was haben wir hier eigentlich noch? Ohne Sosi. Rufbereitschaft der Leitstelle alarmieren. Großalarm, FME und Sirene. Da hatten wir ja vorhin schon geguckt. Fahre mit dem Fahrzeug über die Map. Nur leistungsstarke Maschinen zu empfehlen. Maschinen. Fernfinder. Was bringt mir der Fernfinder? Erklärt mir das. Leute, erklärt mir den Fernfinder. Medizinischer Notfall. Ein Kreislaufversagen wurde gemeldet. Wo? Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Mache ich. Also, ich hätte gerne den, den und den. Müsste ja dann theoretisch da drin sein, ne, ja. Weil dann kommt der hier, der ist ja am dichtesten. Beruhigend, diese Musik. KW. Krankenkraftwagen, glaube ich, oder so, ne? Fahrzeug 40. Auf dem Weg. Höre. Bin unterwegs. Oder liegt der irgendwo außen? Ne. Der muss ja jetzt ganz außen rum. Ah, ne, da ist auch eine Tür. Ich wollte sagen, der muss ja ganz außen rumfahren. Hier ist ein Panzer. Steig mal ein da und fahr mal nach hier drüben. Da ist der RDW, das NEF ist jetzt erst raus. Das NEF braucht immer länger.